Hier entsteht ein Wiener Lager in Handarbeit nach einem Rezept von 1841. Oma-Opa-Bier heißt das Getränk nicht ohne Grund. Die Brauer sind zwei Bewohner des Altersheims Haus Atzgersdorf. Das Bierbrauen ist einfach ein weiteres Projekt für Beschäftigung mit Sinn, wo die Bewohner ihre Fernmotorik schulen können, wo sie das Gehirn trainieren. Wir haben aktuell zwei Sorten im Programm. Einmal unser Oma-Opa-Bier, das ist ein Wiener Lager, und einmal die Helga und der Helmut, das ist ein helles Bier. Und wir brauen einmal die Woche 50 Liter, immer abwechselnd, einmal hell, einmal Wiener Lager, und verkaufen es dann intern bei uns in unseren Häusern zum Leben. Das wird immer klarer jetzt. Vom Ansetzen des Biersuds über das spätere Abfüllen, das Verschließen der Flaschen mit Kronenkorken und das Aufkleben der Etiketten wird alles in Eigenarbeit geleistet. Ich arbeite überhaupt gern. Ich habe gerne eine Beschäftigung, ist wurscht was. Man trifft sich, man spricht darüber, man macht seine Witzel nicht darüber. Und so vergeht ein Tag, ein schöner Tag, sagen wir. Ne? Das österreichische Sozialministerium empfiehlt bei Hitze, trinken Sie genügend Wasser bzw. elektrolythaltige Getränke. Aber das Selbstgebraute sollte es im Haus Atzgersdorf dann doch in Maßen sein.